Ja, Leute, kommt mal ran hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wie geht eigentlich? Ja, wir hatten den ersten Teil der Bismarck schon, heute machen wir den zweiten Teil. Beim letzten Mal sind wir gefahren mit Otto Ziliaks und voll auf Sekundärgeschütze. Wir haben Sekundärbatterie Mod 2 drin, Mod 3. Bei Ziliaks hatten wir als Inspiration Hipper und Haruna. Also wir sind wirklich voll auf Sekundärgeschütze gegangen und es war eine ganz coole Runde, würde ich sagen. Also es macht Spaß. Die deutschen Schlachtschiffe laden auch einfach dazu ein, sie mit so einer Skillung zu fahren. Gerade die Bismarck. So, was machen wir jetzt mal anders? Wir drehen jetzt den Spieß einfach mal komplett um. Und wie ihr seht, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Wir bauen jetzt die Hipper so um, dass wir hier Fernkampf haben. Ja, die Hipper kann gut streuen, keine Frage. Da wirken wir jetzt aktiv dagegen. Und wir verlassen uns dann auf die Hauptgeschütze. Wir haben immer noch einen kleinen Teil Sekundärbatterie dabei. Also Verbesserung, das gucken wir uns gleich an, warum, wieso, weshalb. Ja, lass uns gar nicht lange schnacken. Wir gucken jetzt rein mal in die Verbesserung. Das heißt, was habe ich hier umgebaut? Umgebaut habe ich Folgendes. Ich habe den Sekundärbatterie Mod 2 rausgeschmissen und habe das Zielsystem Mod 1 reingetan, um die Streuung runterzudrücken. Und auch hier tun wir ja ein bisschen was für die Sekundärbatterie, nämlich Feuerreichweite und Streuung. Torpedowerfer haben wir natürlich nicht. Hier sind wir beim Steuergetriebe Mod 2 geblieben, weil ich mag das einfach, die Bismarck sehr wendig zu fahren. Wenn wir wirklich versuchen, auf Range zu bleiben, schöne große Strecken, würde ich eventuell vielleicht sogar den Antriebsmod nehmen, weil wir einfach dann so ein bisschen spielen können mit Bremsen, Gas geben, Bremsen, Gas geben. Wäre vielleicht nochmal eine interessante Option. Aber ich mag prinzipiell eigentlich das Steuergetriebe. Bei den Briten müssen wir den Antriebsmod teilweise wirklich nehmen, aber hier bleiben wir so. Ja, hier haben wir keine andere Möglichkeit als das Zielerfassungssystem Mod 1. Und hier hatte ich ja vorher drin Sekundärbatterie Mod 3 und bin dann jetzt hier auf Hauptbatterie Mod 3 gegangen, um die Ladezeit noch mal etwas runterzudrücken. Ja, als Kapitän hatten wir vorher den Ziliaks und ich habe jetzt hier den Franz von Hipper drin. Was haben wir sonst an Alternativen? Also wenn ihr den Henry J. Hyde habt, ist der natürlich auch eine Alternative. Gucken wir uns den mal eben an. Der Henry J. Hyde ist ja so ein bisschen der Hybrid aus Ziliaks und Hipper, also der Hybrid aus Nahkampf und Fernkampf. Nicht jeder von euch wird den haben. Wir gehen mal ganz kurz drauf ein. Also wir haben hier flambierter Kanonier drin. Könnten Streithammel nehmen, aber ihr wisst ja so auf höheren Stufen, Streithammel ist eine strittige Sache. Ja. Stachelschwein habe ich hier drin. Ihr seht, ich habe den Henry J. Hyde tatsächlich auf Nahkampf gebaut. Profitiere aber trotzdem von den Fernkampfeigenschaften durch flambierter Kanonier und hier durch die Treffsicherheit. Er hat als einzigartigen Perth Alidat, das heißt, unsere Granaten haben einen deutlich besseren Abprallwinkel. Unser Rumpf verschlechtert sich allerdings im Abprallwinkel ein bisschen. Ja, könnte man reinnehmen, wenn man jetzt sagt, wir gehen hier auf Range. Finde ich, ist Alidat noch interessanter auf jeden Fall als der rotierende Bohrer. Und Treffsicherheit sowieso. Und hier unten wäre dann Mechanikermeister, um einfach mehr Reparatur zu haben. Hier unten dann Feuer mit Feuer bekämpfen. Wenn wir auf Range bleiben, sind wir ein beliebtes Ziel von Orchakov zum Beispiel und die hat im Zweifel eine höhere Reichweite als wir. Deswegen ist das ganz gut. Wille zum Wiederaufbau haben wir ja hier leider nicht. Ja, als Inspiration habe ich jetzt Hipper und Haruna, wie gesagt, drin, also voll auf Nahkampf. Ja, was würde ich euch empfehlen, wenn ihr dann hier seid? Auf jeden Fall Cunningham, um nochmal die Genauigkeit zu verbessern. Und ja, ich finde, Revell ist vielleicht interessant, um nochmal die Ladezeit runterzudrücken. Vielleicht wäre Madden nochmal interessant, um Ladezeit und Drehgeschwindigkeit der Türme etwas runterzudrücken. Man könnte auf die Flugabwehr gehen, ist aber natürlich immer so ein bisschen, ja, brauchen wir sie nicht. Ja, aber wir nutzen jetzt, also gut, bevor wir dazu kommen. Reinhard Scheer ist ja auch noch da, je nachdem, welchen Kapitän ihr habt. Scheer ist für mich jetzt nicht unbedingt der geeignetste Kapitän, vor allem auch, weil der Streckenrekord in XXL hier auch nicht so viel macht, leider.
Ich habe ihn auf einem Kreuzer drauf, deswegen ist da jetzt auch Kuznetsov und Scott drauf. Ja, gehen wir zu dem Franz von Hipper und den fahren wir jetzt hier. Normalerweise ist der Franz von Hipper für mich ein unglaublich geiler Kapitän, um eine ja, Hybrid-Skillung zu fahren. Das heißt, ich nutze ihn tatsächlich sehr gerne auf meinen kleinkalibrigen Schlachtschiffen, das heißt auf der Odin, auf der hier, sag schnell, mein Gott, auf der Prinz Eitel Friedrich, auf der Brandenburg, auf der Scharnhorst. Dann baue ich ihn quasi fast so aus wie jetzt. Ich habe die einzige Änderung hier unten dann äußerst akkurat drin und habe dann nicht den Cunningham dabei, sondern habe die Haruna als Inspiration, um dann noch was für die Sekundär zu tun. Der Vorteil zum Hyde ist natürlich, dass ich hier Wille zum Wiederaufbau habe. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Hyde ist von mir ist ein Kapitän, den ich relativ selten nutze, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir gerne natürlich dann mit zwei Schiffen dicht beieinander fahren und dann Wille zum Wiederaufbau profitieren wollen. Ja, nichtsdestotrotz fahren wir jetzt hier auf Range und bei den Kleinkalibrigen habe ich auf jeden Fall den Jojar drin. Das werden wir jetzt hier mal testen. Also wir gehen mal eben kurz durch. Wir haben natürlich eine Verbesserung der Sekundärklamotte hier durch die Basisfähigkeit vom Hipper. Wir haben den flambierten Kanonier drin für nochmal Reichweite und auch nochmal mehr Genauigkeit. Wir haben Kreuzweise drin, was ich natürlich auch dem rotierenden Burger wieder gerne vorziehe. Die Bismarck ist ein schnelles Schiff und da möchte ich auch im Zweifel dann von profitieren, wenn ich es brauche. Wir haben die Treffsicherheit hier unten drin. Wodurch sich unsere Ruderstellzeit natürlich etwas verschlechtert, haben aber Steuergetriebe, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Wir haben hier den Streckenrekord in XXL drin und Wille zum Wiederaufbau. Als Inspiration für mich unerlässlich ist hier auf jeden Fall der Andrew Cunningham. Und ja, was ist die Zweitinspiration? Ich habe jetzt den Jojar drin. Ich weiß nicht, ob der Jojar unbedingt der richtige ist, weil wir haben hier schon ein Kaliber von 380 mm. Das ist für Stufe 7... okay, eigentlich ganz gut. Auf Stufe Legendär ist es dann vielleicht gut, dass wir den Jojar dabei haben. Bei Stufe 6 könnte es schon fast zu viel sein. Wenn ich jetzt die Azulane Scharnhorst hätte, ich habe sie leider noch nicht, dann würde ich sie wahrscheinlich mit drauf machen, um nochmal die Genauigkeit zu verbessern. Madden wäre vielleicht interessant, weil er Nachladezeit und Turmdrehgeschwindigkeit verbessert. Wobei, wenn ich auf Range spiele, dann vielleicht eher den Revell nimmt. Der macht ja nur Nachladezeit und das dann besser als Madden. Wäre so meine Alternativvorschläge. Als erste Inspiration auf jeden Fall Cunningham. Bei der zweiten müsst ihr gucken, was für euch interessant ist. Ja, Freunde. Also, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal die Bismarck genauso, bewegen uns ins Gefecht und ja, schauen einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Also, wir sehen uns gleich auf hoher See. Ja, Freunde. Also, wir gehen rein ins Gefecht und schauen uns jetzt mal an, wie sich die Bismarck denn wohl mit dem Hipper fährt. Also, wir fahren komplett auf Range, das heißt, wir haben den Cunningham mit drin. Also wir haben alles für Genauigkeit dabei, wir haben auf Reichweite geskillt. Wir sind, ich glaube, bei 19,3 Kilometer waren es. Ja, gucken wir mal eben. Wir haben eine Chance an unserer Seite und eine Alabama. Also würde ich gar sagen, passt das ganz gut. Wir sind hier auf der rechten Seite, wollen natürlich A erobern. Und wir schauen einfach mal. Also auf jeden Fall, was jetzt ganz interessant ist, ist natürlich die Streuung. Ihr wisst, wenn ihr das Ding mit Ziljax fährt, habt ihr hier eine Schrotflinte. Wollen wir mal schauen, ob es mit Hipper besser ist. Ich denke schon. Ich denke mal, also die Streuung wird, da wird es bestimmt den ein oder anderen Ausreißer geben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir hier im Großen und Ganzen dann doch etwas besser fahren. Ja, die Alabama hat, die guckt sich um und hat noch keine Lust zu fahren. Wird uns aber jetzt begleiten. Ja, die Lyon war jetzt mit dem Unterstützung nicht gemeint, aber naja, egal. Ja, also, wir gucken mal, was gleich hier vorne aufgeht. Schorsch zieht rechts an uns vorbei, das heißt, der wird wohl
rausziehen. Ich bin jetzt bewusst noch nicht auf Vollgas gefahren. Ich wollte erstmal gucken, ob von der Mitte ein bisschen was rüberkommt und wir die Möglichkeit haben, da nochmal ein bisschen mitzuziehen. Und wie man sieht, da ist eine Flandre. Fahre jetzt nochmal ein bisschen langsamer, damit ich da nochmal vernünftig einen mitgeben kann. Und sie fährt aktuell auch ziemlich parallel zu uns. Dreht aber jetzt leider raus. Na gut, okay. Mal gucken. Wir haben natürlich ziemlich tief angehalten, weil wir auf ziemlich maximale Reichweite sind. Ja gut, okay. Ja, okay, komm. Aber wir haben zumindest schon mal was rausgedrückt, um zu gucken. Hätte ja ein schöner Treffer werden können. Und eine Reichweite von 19,3 Kilometer ist natürlich auch hier jetzt mit der Bismarck schon mehr als amtlich. Ja, Alabama wird uns jetzt schneiden. Ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, mich sofort hier spitz einzudrehen. Also meine Taktik ist, auch wenn es manchmal etwas risikobehaftet ist, zu sagen, die erste Salve ist die Breitseite. Man muss das auch, Entschuldigung, man muss das auch so sehen. Im echten Schiffskampf war in der Regel das Schiff im Vorteil, welches in Breitseite zuerst das Feuer öffnen konnte. Und das versuche ich hier tatsächlich dann immer so ein bisschen nachzubilden. Versuche natürlich dann irgendwie einzudrehen, ein bisschen was zu machen. Aber gut, da fährt jetzt eine Iowa breit und da wollen wir doch direkt mal gucken. Ich habe jetzt bewusst so ein bisschen versetzt geschossen. Ja, schon. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Zwei Zitadellentreffer, 33.000, also die hat schon gut kassiert. War eine ganz, also Steuerung war super. Ja, da links ist jetzt die Friesland im Nebel. Ja, jetzt ist natürlich klar, dass die Iowa eindreht. Und wir gucken mal, ob wir der da angewinkelt frontal noch ein bisschen was drehen können, drücken können. Ja, okay. Wir haben natürlich die Aufbauten jetzt getroffen. Ja, Colorado kommt rüber, Flandre kommt rüber. Also hier ist richtig was los auf der Seite. Da hinten müsste von uns, glaube ich, die Lyon tatsächlich rüberkommen, die die Flanke da hinten verlassen hat. Ah, und die Rodin ist auch noch da. Gut. Ja, die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt kann die Bismarck mal zeigen, wie tanky sie ist. Also wir wollen natürlich nicht nur den Unterschied zwischen Hipper, also Nahkampf, Fernkampf, klar. Wir sehen ja schon, dass die Streuung einigermaßen besser ist. Wenn wir jetzt, eigentlich sind wir schon viel zu nah dran, weil wenn wir jetzt mit dem Ziliax gespielt hätten, wären wir hier schon in Nahkampf. Gut, das war jetzt bei der Friesland, hat unsere Sekundär auch geschossen. Wir wären mit dem Ziliax jetzt eigentlich hier schon in einer adäquaten Sekundärreichweite. Die haben wir jetzt hier leider noch nicht. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ja, aber fernab vom Vergleich Hipper-Ziliax hat natürlich die Bismarck die Eigenschaft, das hatten wir im ersten Teil ja auch schon, dass sie ziemlich gut gepanzert ist. Und das werden wir jetzt auch im Laufe der nächsten Minuten hier feststellen, weil wir kommen aus der Nummer ja nicht raus. Wenn ich jetzt vorfahre und da rein tanke, das macht überhaupt keinen Sinn. Gehen wir mal auf die Colorado. Ja, fast 10.000, war gut. Zwei Durchschläge. Wir müssen dann nochmal natürlich gucken, was der Joja uns an Durchschläge beschert oder ob es geht. Aber ich finde jetzt zwei Durchschläge in Ordnung. Ja, wir werden in den nächsten Minuten auf jeden Fall feststellen, dass die Bismarck wirklich sehr gut tanken kann. Denn ich komme aus der Nummer hier nicht mehr raus. Ich brauche nicht Gas geben und reinfahren. Das bringt mir nichts, dann bin ich ruckzuck weg. Ja, auch ein ganz schöner Treffer. Kein Durchschlag. Ich glaube, das mit dem Joja ist nicht unbedingt die schlechteste Idee gewesen. Dennoch bin ich der Meinung, bei den 380ern könnte man dann auch was anderes nehmen. Wir fahren jetzt natürlich weiter zurück. So, das ist das einzig Sinnvolle, was wir jetzt machen können. Zurückfahren, die Schorsch mitwirken lassen, die Lyon mitwirken lassen, die Alabama, solange es noch geht. Ich hätte eher schon damit gerechnet, so breit wie sie da rumfährt, dass sie relativ schnell raus ist. Und wir bleiben jetzt natürlich bei der Colorado. Ne? Also, die haben wir jetzt hier schon ganz gut angekratzt. Und in dem Fall sind wir ja mehr oder minder in Unterzahl. Also zumindest jetzt so im direkten Dingen hier. Und da möchte ich natürlich bei der Colorado bleiben, um die jetzt so schnell wie möglich rauszunehmen.
Wir haben mittlerweile 84,9 auf der Uhr. Das ist vom Schadensbild ganz gut, würde ich sagen. Wir haben natürlich einen massiven Treffer am Anfang auf die Iowa gesetzt. Und im Großen und Ganzen ist das jetzt aber auch in Ordnung. Wäre natürlich schön, wenn wir mehr so 10, 15, 20.000er Schellen hierbei haben. Aber das gibt es gerade auch nicht unbedingt her. Der Gegner steht im Großen und Ganzen ziemlich gut angewinkelt. Also das ist jetzt eher so ein Zermürbungsding hier. Wer tankt am besten? Wer hält am besten vor? Wer trifft gut? Und wer kriegt wen hier als erstes raus? Na, Colorado hat auf jeden Fall nicht mehr so viel. Vielleicht haben wir Glück. Ja, wir müssen derweil jetzt unsere letzte Heilung verbrauchen. Aber wir haben sehr gut durchgehalten hier. Ein bisschen mehr bedenken sollen, dass die Colorado wieder dreht und wendet. Beziehungsweise, was heißt, habe ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt bewusst gesagt, komm, nimmst du nur die Vordertürme. Ich war mal optimistisch. Und zu Recht. Um nicht einfach die ganze Salve auf dieses Schiff zu verschwenden. Ist natürlich immer so ein bisschen mit Risiko behaftet, wenn ich sage, ja, wenn ich jetzt nur die vorderen Türme oder nur die hinteren Türme nehme, das müsste reichen. Wenn ich Pech habe, geht die Rechnung nicht auf und ich kriege das Schiff nicht raus. Aber ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, das so zu machen, weil ich halt nicht die ganze Salve verschwenden wollte. Ja, jetzt sind wir natürlich auf Odin und jetzt, war ich doch kurz am Überlegen, ob ich wirklich zu HE wechsle, weil die Odin, wenn ihr sie kennt, wisst ihr, wie gepanzert sie ist. Die kann richtig was ab, kann richtig was einstecken, hat dazu auch noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, Abpraller zu produzieren, ja, man sieht es hier jetzt. Türme fallen zwar etwas schneller aus, deswegen habe ich gedacht, komm, bleib bei AP, versuch dann halt irgendwie auf die Türme noch ein bisschen was mit drauf zu geben. Aber wie gesagt, ich war echt am Überlegen, ob ich hier nicht lieber HE nehme. Und habe mir jetzt in dem Moment gedacht, ach, weißt du was, komm, scheiß drauf, ich fahre jetzt Vollgas, ich fahre vor. Ja, die Odin hat Torps, die bremst aber ab. Und habe dann nochmal kurz überlegt, ja, Moment, da war doch noch eine Iowa. So. Und die müsste auch jetzt gleich hier links wieder aufgeben. Man hat es gerade kurz noch gesehen. Ich habe gedacht, komm, okay, ich weiß was, ich fahre jetzt einfach vor. Da ist die Iowa. Hab gesehen, aha, okay, die ist doch näher als ich dachte. Kommt auch gleich rum. Deswegen habe ich direkt wieder abgebremst. Bevor ich da gleich noch in mein Unglück reinfahre. Hab dann gedacht, okay, ich guck mal eben, wie die Iowa rumkommt. Und hab gesehen, ja, sie kommt nicht wirklich breit. Sie ist, ja, ein bisschen angewinkelt. Ich denke, komm, scheißegal. Vielleicht hast du Glück, bei der Iowa ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ja, 6-6 ist okay. Hätte etwas höher zielen sollen vielleicht. Und muss natürlich aufpassen, dass ich mir nicht so was einfange. Aber man sieht, die Iowa streut wohl sehr stark. Und so von meinem Schiffswinkel her, da wird sich so manch anderes Schiff schon mal eine Zitadelle einfangen. Aber Bismarck gut gepanzert. Das klappt ganz gut, muss ich sagen. Ja, Odin ist jetzt in Sekundärreichweite, deswegen habe ich auch direkt den Sekundärbooster mit angemacht. Ja, und das sollte es dann auch für die Odin. Na, nicht ganz, da habe ich einen Turm rausgeschossen. Vielleicht macht sie Sekundär jetzt. Deswegen habe ich mir noch etwas breiter gedreht. Zum einen kann ich auf die Iowa mitschießen. Ja, ihr seht schon, ihr habt es jetzt nur so beim Wegfliegen gesehen. Was ich am Anfang schon sagte, es ist halt ein deutsches Schlachtschiff und man merkt das in der Streuung. Man hat mal so Sahnekügelchen, sag ich jetzt mal, die fliegen ganz gut, aber im Großen und Ganzen finde ich, hat RNG doch schon so den ein oder anderen Ausreißer, was die Streuung betrifft. Also, ja, so richtig ideal ist das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die Azulain Scharnhorst hier als Zweitinspiration nicht unbedingt von Nachteil ist.
Die sollte man sich dann doch noch im Auge behalten. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, komm, weißt du was? Da warten wir jetzt mal geduldig. Vielleicht kriegen wir die Breitseite. Hab dann doch ein bisschen zu früh geschossen. Weil ich die Punkte halt oben im Auge hatte. Aber ich dachte, komm, nimm zumindest doch die Punkte mit, beziehungsweise den Schaden mit. Ja, schade, haben wir die Iowa nicht mehr rausgekriegt. War im Großen und Ganzen aber eine gute Runde. Ich meine, ihr seht einfach, wie tanky die Bismarck ist. Also ich kann wirklich gut was wegstecken, kann gut tanken. Wir haben jetzt im Vergleich zum Zilax gesehen, dass wir ja doch schon eine deutlich bessere Gruppierung haben und eine deutlich bessere Streuung. Haben aber natürlich dann den Nachteil der Sekundär und eigentlich waren wir wirklich zu nah dran. Aber wenn wir es nicht getan hätten, also wenn die Bismarck jetzt da nicht gestanden hätte, wäre der Gegner noch etwas leichter vorwärts gekommen. Und naja, ab 3 Zitadellentreffer war ein gutes Match. Ich hoffe, ihr konntet den Unterschied sehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sonst noch mal gerne den ersten Teil von der Bismarck gucken. Blende ich euch hier oben ein. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Reingehauen!